mich abonniert hast. Ich mache jeden Tag Videos, deswegen würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ja, falls du mich auch noch nicht auf Insta abonniert hast, dann poste ich Memes, Bilder von mir, Sachen über meinen Kanal. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir auf Insta ein Abo da lässt. Und ja, dort heiße ich Whisper for President. Da kannst du auch den ersten Link in der Videobeschreibung, nicht den ersten Link, aber einen Link in der Videobeschreibung von klicken. So, und genug Eigenwerbung für heute. Ja, heute ein Video für die Herren unter uns oder auch Damen mit Glied. Ich will hier niemanden diskriminieren. Aber falls du dir schon mal gedacht hast, hey, wie mache ich eigentlich das? Wie mache ich ein respektvolles Dickpick? Ja, ich habe mich das natürlich noch nie gefragt. Aber für die Leute, die sich das gefragt haben, gibt es jetzt hier einen schönen Artikel. Deswegen lehn dich zurück, leg dich hin. Von mir aus mach auch Purzelbäume. Ich möchte dir nicht vorschreiben, was du zu tun und zu lassen hast. Mach das, was dich entspannt oder auch nicht. Aber wir beginnen jetzt mit diesem Video, mit diesem Artikel. So. Der Artikel ist wieder von Weiß. Also, irgendwann besteht mein Kanal nur noch aus Weiß. Artikeln. Falls du den Artikel lesen möchtest, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und ja, let's go. Sexting. So verschickst du Pics deines besten Stücks auf respektvolle Art. Ja, eine solche Aktion kann auch brutal schief gehen. So, hier ist jetzt ein Bild von einer gelben, ja, ich würde sagen, Pappewand, wo eine Faust durchgestreckt ist mit einer Banane in der Hand. So. Jetzt geht's los. Ah ja, und der Artikel ist von Niccolo Caradori. Sein Herr aus Italien, aus Florenz. Noch nie haben wir so viel versautes Zeug verschickt wie heutzutage. Einsame Herzen wappnen sich für einen Winter mit Social Distancing, indem sie ihre Sexting-Skills verbessern. Eine gute Idee, denn wir alle wissen, dass Sexting auch brutal schief gehen kann. Und selbst wenn man es gut meint, Penisbilder richtig zu verschicken, ist eine Kunst für sich. Heute ist es eher ein verstaubtes Klischee, dass Männer angeblich Dickpics an jede Frau mit Insta-Account verschicken und Frauen nur Fotos von sich herausdrücken, wenn sie in einer festen Beziehung sind. 2018 fand eine Meta-Studie heraus, dass Frauen und Männer ähnlich viele anzügliche Nachrichten verschicken. Wir haben Sexting-Experten gefragt, wie man ein Dickpic respektvoll an die Frau oder den Mann verschickt. Nachrichten herausfinden, ob dein Gegner
in Stimmung ist. Genau das meine ich. Einfach am besten so wirklich, dass sie quasi danach fragt. Ne? Nicht, dass er auf einmal so erschreckt ist und belästigt. Ne? Muss man natürlich auch dazu sagen. Wenn du keine ausdrückliche Begeisterung wahrnimmst, lass es bleiben. Ja, wie gesagt. Du kannst niemanden mit Fotos von deinem nackten Körper bombardieren, nur weil du gerade geil bist. So ist das, Boys. So ist das. So etwas wie eine indirekte Einladung beim Sexting gibt es nicht. Tada. Er arbeitet in einer Queer-Bar und diskutiert häufig mit Instagram-Followern über schwulen Sex. Wenn ich nicht auf deine Bilder oder auf deine Nachrichten eingehe, dann bestehe ich nicht darauf. Probiere es ein anderes Mal, wenn es vielleicht besser passt. Die Sex-Kolumnistin Carlotta Vagnoli sieht das ähnlich. Wenn mir jemand aus dem Nichts eine super intensive Sexfantasie schicken würde, wäre ich raus. Du musst mich schon zuerst heiß machen. Im Zweifel empfiehlt sich Heteromännern, der Frau die Initiative zu überlassen. So wird sie dir eher vertrauen und sich wohler fühlen. Eleonora Strossi betreibt den Sexshop Wofo in Mailand und erzählt, dass sie beim Sexting immer einen Disclaimer mitschickt. Ich sehe hin und wieder diesen Typen und wir verschicken uns auch tagsüber Fotos. Mittlerweile schreiben wir immer NSFW dazu. Was heißt denn NSFW? Was kann das heißen? Nackt sind Frauen wild. Nein, niemals. Nude. Sexting for... I don't know. NSFW. Komm, wir sind doch nicht dumm. Safe for work, alles klar. Tja, war jetzt nicht so wirklich sexuell, aber ich hab, egal. Machen wir weiter. Schreiben wir immer NSFW dazu, damit es nicht zu peinlichen Situationen kommt. Ihre Geschäftspartnerin Frieda Affer mag es, beim Sexting viele Details einzubauen und eine richtige Geschichte zu erzählen. Da habe ich das Gefühl, die andere Person nimmt sich richtig Zeit für mich und genießt es, wie im echten Leben. Aber die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Ich glaube, Schwule sind direkter, sagt Emanuel. Ich würde mich langweilen, wenn wir nicht bald zur Sache kommen würden. Der Sexualforscher Daniel Giunti erklärt dieses Phänomen damit, dass bei Männern beim Sex generell mehr über visuelle Reize funktioniert und sie direkter sind. Männer verschicken Dickpics aus zwei Gründen, damit sie von ihrem Gegenüber auch ein Foto bekommen, ohne zur Bestätigung, erklärt Giunti. So hat man lange gedacht, aber 2018 hat eine Meta-Analyse
dass die Gehirne von Männern und Frauen gar nicht so unterschiedlich auf visuelle sexuelle Stimulation reagieren. Heute geht man davon aus, dass die früheren Ergebnisse von sozial einstudierten Rollen verfälscht worden waren. Heute haben Frauen weniger Angst um ihren Ruf. Es kann also gut sein, dass deine Partnerin ein gutes Dickpick zu schätzen weiß. Es gibt nichts Schlimmeres als ein hastiges und liebloses gemachtes Foto, auf dem die halb aufgeknöpfte Jeans deine Eier einquetscht, sagt Frieda. Wow. Eleonora empfiehlt sich, bei der Perspektive Mühe zu geben. Außerdem, warum beim Bild bleiben? Ich mag es sehr, wenn er mir ein kurzes Video schickt, wie er masturbiert. Vor allem, wenn er kurz vor dem Kommen ist, sagt Carlotta. Ja, warum auch nicht? Ja. Warum nicht? Seien wir ehrlich, ein steifer Penis allein macht die wenigsten Menschen an. Viele meiner Freundinnen finden zum Beispiel ein Foto von einer ausgebeulten Jeans viel aufregender. Männern fällt es oft schwer, etwas anderes an ihrem Körper sexuell anziehend zu finden als ihre Genitalien, erklärt Jiundi. Sie wissen oft nicht, dass ihre Partnerin sehr wohl auch andere Körperteile erregend finden. Klar, erstmal Füße schicken. Safe. Wenn du also einen Penis hast, lass ihn erstmal eingepackt und werd kreativ. Das könnte deine Partnerin oder dein Partner sexy finden. Deine Beine, deinen Arsch, deine Arme. Es kann auch sehr heiß sein, etwas nicht zu sehen, sagt Frieda. Sie empfiehlt sich, beim Masturbieren zu filmen, ohne dabei das gute Stück zu zeigen. Also, das Gesicht oder die Decke. Und dann hört man das, oder was? Außerdem sind Eleonora und Frieda große Fans von Sprachnachrichten. Etwas, was Männer eher selten ausprobieren. Dabei wächst die Audio-Porno-Industrie rasend schnell. Wenn du Inspiration möchtest, kannst du die Aufnahmen auf Plattformen wie Quinn oder Dipsea anhören. Oder Dipsy. Dort gibt es erotische Geschichten von Amateuren und Profis. Wenn du deine tiefsten Wünsche und deine Genitalien enthüllst, kann es leicht peinlich werden. Und es ist alles andere als einfach, vor einer Nachricht den Erregungsgrad deines Gegenübers abzuschätzen. Deshalb sexte niemanden an, der nicht ganz klar signalisiert hat, dass er das will. Und entschuldige dich, wenn du merkst, dass du zu schnell zu viel wolltest. Ist eigentlich ganz einfach. Und wenn alle so handeln, hat Sexting vielleicht schon bald einen ganz anderen Ruf. Ja, das war's. Danke an den Herrn Caradori. Danke, Herr Caradori, für diesen super aufklärenden und erleuchtenden Artikel. Ich fand's interessant. Ich rede jetzt nicht über mein Sexting, falls es überhaupt existiert oder nicht, reden. Aber ich kann mir vorstellen, als Mann oder Frau, dass dieser Artikel schon auf Klärung bringt. Und die Herangehensweise fand ich auch sehr interessant, weil Frauen diese ganz detaillierten Geschichten zu erzählen, dass man merkt, dass der Gegenüber sich Zeit nimmt und da Arbeit reinsteckt, dass er auch eine gewisse Wertschätzung und Begierde. Und das kann ja auch sehr erregend sein, kann ich mir vorstellen. Also ich fand es interessant. Ich mag es, so Dinge zu lesen, wo Leute kein Blatt vor den Mund nehmen. Und ja, was sagst du zu diesem Artikel? Hat er dir geholfen? Wusstest du die Dinge schon? Oder hau einfach alles in die Comments. Ich lese sowas gerne. Und ja, falls dir das Video gefallen hat,
gefallen hat, lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Falls du mich noch nicht abonniert hast, tu dies auch bitte. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann du dieses Video guckst. Bleib gesund und wir sehen uns morgen. Bis dann.